Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, nachdem wir jetzt hier in der Nordlandschaft angekommen sind und Sagani's Hirsch gefunden haben, der keine Ahnung, wo jetzt ist. Weil das heißt der Stegir. Das ist das Pilgerlager, das sind die Ingvitana-Ruinen. Die Wege nach Altlied. Hat sich der Hirsch schon in Luft aufgelöst? Der sollte eigentlich hier gewesen sein, irgendwo. Und ja, der Übergang zum Hyela-Tempel. Aber wir wollen jetzt erst einmal gucken, Absolutely. was in dieser Höhle ist. Beziehungsweise bevor wir Retin das Watcher. gucken, What? reden wir erstmal mit Duins. Schmerzt dich etwas? Ich hätte ein paar If doubts Fragen. and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Warum war es uns vorbestimmt, uns zu treffen? Das Warum dabei liegt daran begründet, dass du ein Wächter bist. Er stoppt verächtlich. Was das Warum angeht, fahren Wächter doch immer zweigleisig. Für mich dagegen geht es mehr um das Wie. Früher gab es eine Zeit, zu der ich nicht einen Gedanken auf deine Worte verschwendet oder mich überhaupt mit dir abgegeben hätte. Jetzt ist das anders, da ich auf der Suche nach Wächtern bin, um ihnen die Wahrheit zuzuführen. Jetzt, da ich sehen will, in welche der beiden Richtungen sie gehen. Er lächelt etwas, was spöttisch wirkt. Was sind das für Richtungen? Wahrheit, welche Wahrheit? Welche Wahrheit? Entweder bist du ein trockenes Feld, das ein Erntefeuer gebrauchen könnte, einen Moment lang runzelt er mit matten Augen die Stirn, oder aber du bist in der Finsternis verloren, wie auch immer. Du kannst die Dinge anders als die anderen sehen. Er deutet ein Grinsen an, dann aber wird sein Ton ein Stück weit anklagender. Das weiß ich, weil ich mitbekommen habe, wie du den Stab gleich zu Beginn angesehen hast. Nicht viele können sie sehen, aber weder Einkerbung noch Flammen. Deine Augen aber, er starrte dich begierig an und nickt. Deine Augen aber haben den Weg verfolgt, das konnte ich sehen. Also was bist du, ein trockenes Feld oder ein Verlorener in der Dunkelheit? Duins Gesicht spannt sich an. An dem Tag, an dem wir keine Fragen mehr austauschen, ist der Tag, an dem wir nicht mehr eines gemeinsamen Weges gehen müssen und die Prüfung. Duins umklammert den Stab mit seiner Hand. Die Prüfung ist abgeschlossen. Dann unterziehst du mich einer Prüfung. Man sieht doch, dass diese Nation krank ist. Man muss kein Wächter sein, um es in den Kindern zu sehen, in der Politik, in den Männern, die mit Messern in den Händen und Mord in den Augen auf den Straßen lauern. Dieses Land braucht neues Leben, neue Saat, die in den verbrannten Boden gepflanzt wird. Er senkt gekünstelt seine Stimme und kneift die Augen zusammen. Und irgendwas sagt mir, Wächter, dass du den Weg kennst, um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Deine Art kennt ihn immer. Also, da müssen wir dafür sorgen, dass du jetzt die Wahrheit sehen kannst. Diese Nation, die Bevölkerung braucht keine weiteren blendenden Lügen und ich auch nicht. Wahrheiten werden geprüft, nicht blind hingenommen. Und wie gedenkst du mich zu prüfen? Mit dem Wandeln auf gemeinsamen Weg natürlich, eine Wahrheit als Gegenstück zu einer anderen. Marschieren im Gleichschritt, laufen im Einklang. Die anderen Priester können ihre Lehren und ihr Geschimpfe für sich behalten. Für meinen Glauben, meine Lehre ist das gemeinsame Reisen eine einfache, harte Wahrheit. Sein Lächeln wird breiter und dann klopft er sich mit den Händen gegen die Taille. Erst einmal, dann nochmal. Und wenn man die Wahrheit eines Beins gegen die des anderen schlägt, dann stehen beide Beine fest auf dem Boden. Wenn man jetzt dagegen mit derselben Kraft eine Lüge gegen das Knie schmettert, sein Lächeln erstirbt und er kneift die Augen zusammen, dann bist du ein Krüppel, der nur noch auf einem Bein stehen kann. Du wirst sehen, dass es an meiner Wahrheit an nichts fehlt. Dass es meiner Wahrheit an nichts fehlt. Ist das der Grund, warum du einen Stab mit dir führst? Ist das der Grund, warum? Du wolltest mir gerade eine weitere Tirade vom Stapel lassen, als er blinzelt, seinen Kopf in den Nacken wirft und herzhaft zu lachen beginnt, und zwar so sehr, dass ihm die Luft ausgeht, bis das Lachen erzwungen wirkt. Vielleicht sind es deine Worte doch wert, dass man ihnen zuhört, Wächterin. Er legt die Stirn in Falten und jeglicher Humor ist vergangen. Letztendlich aber wird die Wahrheit
siegen. Halte Schritt und wir werden sehen. The cost of troubling me seems to worry you little. Ja, wenn ich ihm jetzt wieder was frage, wird er sagen, wir sollen weiterziehen. Deswegen lass uns weiterziehen. Mhm. Ready, gut, Walker. Reden wir mit Sargani. A deer in the middle of Air Glanfoth. Sargani schüttelt den Kopf. Ein Hirsch inmitten in Air Glanfoth. But I'm glad I can bring this success back to Masuk. And perhaps Persak will return to us one day because of it. Trotzdem bin ich froh, dass ich diesen Erfolg mit nach Masuk zurückbringen kann. Und vielleicht wird Persak eines Tages deswegen zu uns zurückkehren. Glaubst du, Masuk wird sich an dich erinnern, wie sie sich an Persak erinnern? Das wird er sicherlich. Genieße diese Errungenschaft, solange du kannst. Glaubst du wirklich, dass es einen so großen Unterschied machen wird? Das wird er sicherlich. The biggest relief is knowing that my journey was worthwhile. That finding Persak and carrying our village's story to him will strengthen our community and return his soul to us. I'm looking forward to being back in Masuk among my family and my people. But more than anything, I'm glad to finally understand the purpose behind these last 5 years. Ehrlich gesagt erleichtert das Wissen, dass meine Reise nicht umsonst gewesen war, am meisten. Das Persak zu finden und ihm die Geschichte unseres Dorfes zu mitteilen, unsere Gemeinde stärken und seine Seele zu uns zurückkehren lassen wird. Ihre Augen blinken ins Unendliche. Ich freue mich darauf, wieder bei meiner Familie und meinen Freunden in Masuk zu sein. Mehr als alles andere aber freue ich mich darüber, dass ich endlich den Sinn und Zweck der letzten 5 Jahre sehe. What do you think? Do you feel as though you understand the purpose behind your hunt for Theos? Sie schaut zu dir zurück und studiert mit scharfen, lebhaften Augen dein Gesicht. Was denkst du? Fühlst du dich so, als verstündest du den Sinn deiner Jagd nach Taos? Ich muss erfahren, was in meiner Vergangenheit passiert ist und warum mich das jetzt verfolgt. Ein Abschluss mit Taos wird mir Frieden bringen. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich muss das Böse beheben, das er im Dürrwald angerichtet hat. Es gibt einen Sinn, aber ich muss ihn finden, und meine Seele zu bewahren. Nehmen wir mal die 4. Wir sind ja ein Paladin und ein wohltätiger, leidenschaftlicher. That would bring hope to many people, Watcher. I hope you're able to accomplish it. Das würde vielen Leuten Hoffnung bringen, Wächter. Ich hoffe, dass du das schaffen kannst. Anyway, Theos isn't getting any closer. I suppose we'd best keep after him. Sie staubt sich die Hände an ihrer Kleidung ab. Wie auch immer, wir kommen Taos so nicht näher. Wir sollten ihm besser auf den Fersen bleiben. Ja, Taos verkriecht sich in Sonne im Schatten. Da wird er auch nicht so schnell weggehen. Wir müssen erstmal da reinkommen. Deswegen möchte ich dich doch was anderes fragen. Was hast du auf dem Herzen? Ich möchte mehr über dein Heimatland erfahren. Nasitak, sie reibt sich mit einem ihrer breiten Finger an der Nase. Es ist eine große Insel in Mitte des Todesfeuerarchipels, gleich vor der Küste des ewigen Weiß. Hauptsächlich Tundra, aber in den wärmeren Gegenden gibt es ein paar schneebedeckte Wälder. Die meisten von uns leben in ziemlich kleinen Dörfern, jedenfalls nach hiesigen Standards. Ich stamme aus Masuk. Wie ist es so in Nasitak? Sie zuckt mit den Achseln, kalt aber nicht so kalt wie im ewigen Weiß. Die wenigen Gestanden, die Nasitak besuchen, finden es karg. Wenn man aber weiß, wo man suchen muss, dann gibt es genügend, um ein Dorf zu erhalten. Sie zählt an ihren schwierigen Fingern ab. Karibus, Robben und kleine Wale versorgen uns mit Häuten und Fleisch. Wir knochen übrigens aus denen wir vortreffliche Bogen und Pfeilspitzen fertigen. Die Gemeinschaft ist wichtig für uns. Wir überleben oder vergehen zusammen. Also geschieht alles, was wir tun, selbst wochenlange Jagden und jede Mauer, die wir bauen, zum Wohle des Dorfes. Wer lebt dort? Vorwiegend Inutanik, wie ich. Die Leute hier nennen uns Nordzwerge. Manchmal verbringen Nomadenclans aus Glamfellen aus dem ewigen Weiß die kälteren Jahreszeiten auf Nasitak. Wir bekommen aber nicht allzu viele Fremde zu Gesicht, die mit der Witterung klarkommen. Sie klopft sich auf ihre sonnengebräunten Arm. Die von uns, die auf Nasitak geboren wurden, behaupten gerne, dass wir direkt unter unserem Fleisch eine robuste Schicht Robbenhaut haben. Erzähl mir mehr von Masuk. Wir sind ein Tundra-Dorf. In den Augen von Außenstehenden unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht viel von unseren Nachbardörfern, aber unsere Ältesten blicken auf jahrhundertelange Erfahrung zurück. Epische Jagden, Schlachten mit Nachbardörfern, Reisen über das Meer, und wir geben diese Geschichte auch weiter. Das ist alles. Sie nickt. Was hast du auf dem Herzen? Was machst du denn zu Hause auf Nasitak? Ich jage auf lange Strecken, ich verfolge mit einigen der anderen Frauen wild über die ganze Tundra. Normalerweise stellen wir Karibu und Ochsen nach, aber wir erlegen auch Hasen und Vögel. Es ist eine gute und angesehene Position, in Begleitung meiner Freunde und Schwestern, so viel von Nasitak zu sehen.
Was gehört dem Masuk zu den Freuden des Lebens? Erzähl mir von Itomak. Sie kratzt ihn hinter dem Ohr. Ein guter Jäger, aber er ist nicht sehr gesprächig, womit ich aber kein Problem habe. Wenn wir Nasitak auf die Jagd gehen, nehmen wir fast immer unsere Füchse mit. Sie helfen uns beim Aufspüren und Aufscheuchen vom Wild und sie verteidigen uns furchtlos gegen Bären und Schneeleoparden. Der schlaue Itomak ist schon immer mein Lieblingsfuchs gewesen. Er wedelt mit seinem buschigen Schwanz. Das ist immer niedlich. Hast du eine Familie in deinem Dorf? Natürlich, wir würden niemals eine Frau schicken, die keine Gelegenheit hatte, sich einen Partner zu suchen und ein paar eigene Kinder zu haben. Machst du dir keine Sorgen, dass dein Ehemann... Machst du Witze? Besser als ich schießt niemand in Masuk. Ja, da wird der Ehemann Angst haben. Erzähl mir von deinen Kindern. Ich hatte fünf. Yakuna, Estuya, Najur, Anik und Malak. Estuya und Anik starben während langer Hungerwinter. Malak, mein Jüngster, konnte noch kaum sprechen, als ich ging. Sie kratzt mit einem Fingernagel am Griff ihres Jagdmessers entlang. Wenn ich nach Hause komme, wird er mich wahrscheinlich gar nicht erkennen. Sie blickt finster drein und lässt ihre Hand vom Messer fallen. Selbst in Nazitak verbringe ich meine Zeit meistens auf der Jagd. Dort aber fällt es mir leichter, sie zu genießen, weil ich weiß, dass ich sie sehen werde, dass ich sehen werde, wie sich meine Familie über unsere Beute freut. Wie ist dein Ehemann? Carlo ist ein guter Mann. Während ich auf die Jagd ging, hat er unsere Kinder wohl erzogen und uns ein starkes Zuhause gebaut. Unsere Eltern versprachen uns einander, als wir noch jung waren. So läuft es normalerweise nicht bei uns, aber unsere Eltern trafen eine gute Wahl. Sie lächelt. Anfangs lernten wir einander als Gefährten zu schätzen, dann als Freunde und dann, naja, du weißt ja, wie es läuft. Hinter dem Streifen Gesichtsfarbe deutet sich ein leichtes Erröten an. Das ist alles zu deiner Familie? Sie nickt. Mich interessiert deine Suche nach Persok. Ich werde dir sagen, was ich kann, aber Tanek, Ilizak, Walfahrten wie meine sind selten. Warum hat dein Volk diesen Brauch? Sie sieht das Bärenfigürchen aus ihrem Beutel und fährt mit einem Finger über seinen glatten Rücken. Das ist etwas, was wir schon immer getan haben. Die Ältesten sagen, dass dieser Brauch ursprünglich begonnen wurde, um die Beziehung zu anderen Dörfern zu festigen. Man kann sich nur schwer wegen Karibu-Herden bekriegen, wenn es auf der anderen Seite jemanden gibt, den man respektiert. Außerdem sind wir der Ansicht, dass uns die Weitergabe unserer Geschichte auf diese Weise stärker macht. Und es hilft ihnen, ich meine den Ältesten, zu uns zurückzukehren, nachdem sie mehr als eine Generation lang von uns weg gewesen sind. Dann können sie die Erfahrungen nutzen, die sie im Verlauf mehrerer Leben angesammelt haben, um dem Dorf wieder vorzustehen. Werden Älteste üblicherweise so weit vom Dorf entfernt wiedergeboren? Meistens kehren sie an einem Ort irgendwo in Nasitak als Angehörige eines anderen Dorfes zurück. Oder sie werden unter den Glamfellen im ewigen Weiß wiedergeboren. Auch dann ist es schwer zu sagen, was gewöhnlich ist. Ein neckisches Grinsen zaubert ihr Fältchen neben die Augen. Als mein Großvater ein Junge war, kam der Älteste als Eisbär zurück. Die für die Aufgabe ausgewählte Jägerin musste die Hälfte der Taten ihres Dorfes aufsagen, während sie vor dem Biest wegrannte. Ihr Gesichtsausdruck wird ernsthafter. Trotzdem hat es schon Reisen gegeben, die länger als meine waren. Einige dauern Jahrzehnte und die Jägerin kehrt nicht mehr zurück. Was passiert, wenn der Älteste gefunden wird? Das hängt von dem Mann oder der Frau ab, zu dem oder zu der er geworden ist. Am einfachsten ist es, wenn sich die Wiedergeburt in einem anderen Dorf in Nasitak ereignet, wo der Brauch verstanden wird. Selbst im ewigen Weiß und auf den Südinseln des Todesfeuer-Archipels verstehen die Völker diesen Brauch und heißen einen recht freundlich willkommen, auch wenn sich ihre Seelen nicht erinnern. Sie zuckt mit den Achseln. Manchmal aber findet man jemanden, dessen Seele keine Erinnerung an das Dorf hat, worauf man ihm von Leuten erzählen muss, die sich noch an ihn erinnern. So ermutigend das auch sein mag, man hofft, dass diese Erinnerung der Seele in einem zukünftigen Leben helfen wird. Wie wurdest du für die Suche nach Persok ausgewählt? Sie grinst. Noch ein alter Dorfbrauch. Die Ältesten beobachteten die Karibu-Wanderung und warfen Robbenknochen, um die rechte Zeit für diese Reise zu ermitteln. Als die oben festgelegt waren, zogen alle Frauen des Dorfes Haifischzähne. Da wir diejenigen sind, die auf die Jagd und zum Fischen gehen, sind wir am besten für eine Aufgabe wie diese geeignet. Egal, jedenfalls habe ich den kurzen Zahn gezogen. Sie runzelt die Stirn. Bis jetzt ist das Reisen für uns ein Privileg, aber wie du selbst siehst, kann diese Reise unberechenbar sein. Was denkst du über meine Suche? Meine Nasenspitze juckt wieder. Ich hoffe, dass dich dein Fund zufriedenstellen wird. Dann lass uns weiterziehen.
fürs Brinning war. Hatten wir die nicht schon mal? Oh. Auszahlen ist Korte. So, hier Varias. Guck, dass der verschwindet. Aber hatten wir den Typ nicht schon mal? Hier steht ja zum Glück alles. Nee, steht nicht mehr alles. Ah ja, doch, hier. Bei seiner Rückkehr konnte Fürst Brinning war den Aufstand beilegen. Der Handel in dem Gebiet ist zurückgegangen, aber du wirst als örtlicher Held angesehen. Mhm. Und den müssen wir jetzt eskortieren.